Yes. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Space 2. In der letzten Folge sind wir da mit dem Fahrstuhl hochgekommen und sollen dann jetzt hier durch die Wartehalle, um uns nach Möglichkeit mit Dr. Nolan Stross zu treffen. Nachdem sich herausgestellt hat, natürlich herausgestellt hat, dass Dana uns betrogen hat. Was sie aber nicht allzu lange genießen konnte. Du siehst scheiße aus. Geh weg. Detonatormin. Das kann ja nur bedeuten, dass hier was Größeres auf uns wartet. Wir haben 61 Schuss. Es kann nicht groß, so groß sein, dass wir es nicht besiegen können. Da ist ein Spind. Da ist eine Stasi-Station. Ich rechne mit einem Behemoth. Aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Es wirkt aber so, als würde es darauf hinauslaufen. Ich muss dringend meine Stase ein bisschen erweitern. Wie gesagt, zumindest die Dauer. Harpunen sind erstmal schön und gut. Danke für die hier. Oh nein! Noch bis zu mir gekommen, danke. Ah nein! Hat er mich getötet? Er hat mich getötet. Ich glaub's ja nicht. Also effektiv ist er gerade dabei, mich auszuweiden. Und er nimmt mich mit. Das ist gut. Okay, jetzt weiß ich ja, was mich erwartet. Na, der Ripper könnte natürlich auch nicht schlecht sein. Aber aufgrund der Geräusche hätte ich die eigentlich schon zuordnen können müssen, sollen, dürfen. Ich finde es so geil, dass die Chinese hier so weit geht. Okay, einmal zurück zur Stase. Die ist da. Und jetzt kann alles eigentlich nur noch von vorne kommen. Alle?
Jetzt habe ich, glaube ich, alle. Harpunengeschosse sind voll. Ja, dann gehen wir doch mal auf die Harpune. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist überhaupt. Ich würde jetzt ja tippen, dass ich alle habe. Wie sieht meine Munition generell aus? Die Detonatoren sind natürlich ein bisschen kritisch. Die blockieren jetzt einen Slot. Die kann man aber wahrscheinlich für gutes Geld verkaufen. Ich könnte ein kleines Medikit verwenden. Ja. Machen wir, dann kann ich die Harpunen mitnehmen. Und dann soll ich wahrscheinlich da vorne hoch, ja. Ah, hier um die Ecke. Okay. Ah, guck mal hier. Einmal Wartung, bitte. Dahin. 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 Wunderbar. Das Hacking ist gar nicht mal so schwer. Das hier finde ich nicht berauschend. Und überhaupt nicht vertrauenserweckend. Hören Sie, die Schritte können den Marker zerstören. Schritt 1, krieche in die dunkle Maschine. Schritt 2, die Schrauben sind so fest, so fest. Ich verstehe nicht. Oh, nein, er ist zurück. Nein, 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 nein. Na toll. Wir begeben uns in die Hand eines Verrückten. Und sind selber nicht ganz klar. Na wunderbar. Sind doch optimale Voraussetzungen, sag ich mal. Whatever it takes, Director Tightman. Crash, Compassion, Stability. Ja, schön. Der sieht ja freundlich aus. Du machst dich gar nicht schlecht. Du willst ein Stück von mir, ja? Ja, genau. Ich stehe noch. Ja? Trau dich. Komm schon. Komm schon. Das gefällt dir? Dann hol's dir. Ach Mensch. Gib es doch nicht. Sekundärfunktion kostet nicht einen Schuss. Wir gucken mal hier nach. Ach schön. Leider befinden wir uns im Dead Space. Und das bedeutet, dass die gute Frau zwar jetzt noch lebt, aber höchstwahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Wahrscheinlich genau dann, wenn wir da ankommen, steht einer hinter ihr. Genau. Und wenn Sie es versuchen, sind Sie tot. Och, ich hätte so gern Gesellschaft. Ich glaube, wir hatten einen schlechten Start. Ich bin Isaac. Ellie. Was wollen Sie, Isaac? Ich versuche, zum Transitknoten durchzukommen. Ich muss unbedingt zum Regierungssektor. Und was glauben Sie, was wir hier versuchen? Hey, ich kann Ihnen helfen. Außerdem haben wir bessere Chancen, wenn wir zusammenbleiben. Meinen Sie nicht auch? Keine Chance, Isaac. Andere Leute sind nur Ballast. Ich öffne Ihnen die Tür.
Aber danach sind Sie allein. Und bitte, folgen Sie mir nicht, okay? Aber wenn du den gleichen Weg hast wie ich? Warten Sie. Sie hat den gleichen Weg wie ich. Wie kann ich ihr denn da nicht folgen? Schema, Impulsprojektile. Sehr gut. Ach nö. So, ein Shop. Da gehen wir jetzt erstmal rein. So, Impulsprojektile. Jo, alles klar. Zwei Knoten haben wir. Im Inventar haben wir Detonatorminen, die können wir bewegen. Das Verkaufen lohnt sich ja nicht. Stase bewegen, dann haben wir zweimal Stase, zweimal kleines Medikit, das finde ich okay. 38.000 in der Reserve. Das belassen wir dann erstmal so. Munition habe ich ja auch erstmal ein bisschen was. Das soll genügen. Dann entsprechend einmal wieder speichern, wie gehabt. Jetzt hat sich aber zerfetzt, oder? Gott. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Einfach Credits, die nehme ich mit. Da ist ja noch was. Wo ist er? Hier ist noch so eine Sporenmine. Irgendwo. Da hinten. Das war nicht so gut. Oh, guck mal an. Nietenpistole. Drei Schuss, okay. So, und dann... Da ist noch einer. Wie will ich nach Möglichkeit alle kaputt haben? Einfach nur, um kein Risiko einzugehen. Da ist noch einer, da oben. So.
So, jetzt habe ich wieder mal einen Plasma-Cutter. Genug Munition. Wo ist denn der eine noch? Ich höre ihn. Da. So, zerfetzt. Alles klar. Das könnte jetzt der Kindergarten sein. Da habe ich so richtig Lust drauf. Nicht. Das ist nämlich überhaupt nicht so spaßig. Ich sag mal, ne, ist klar, dass auf so einer Station auch ein Kindergarten ist. Und es ist ja gar nicht mal so schlecht, dass die in dem Spiel auch keine Rücksicht davor nehmen, hier eben auch Kindermonster einzubauen in einer Form. Aber... bisschen makaber ist es dann doch schon. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal, dass wir aufpassen müssen, dass uns die Viecher nicht erwischen, weil die nämlich sonst explodieren. Da kann ich nur hoffen, dass da eine Niete genügt, um sie quasi... bewusst zur Explosion zu bringen. 15 Minuten Pause, kann ich nur hoffen, dass das nicht bedeutet, dass jetzt die Türen aufgehen. Nicht sehr stabile Betten. Da ist ein Loch in der Wand. Gut, ein Schuss, ein totes Vieh. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah, da liegt noch einer. Ah, die kann man... betäuben quasi. Ich habe nur noch 4 Schuss. Oh nein, wie dumm. Lauf mal ein bisschen. So, da ist noch einer. Das kann man auch deutlich geschickter angehen, als ich es jetzt getan habe. Und zwar komplett ohne Munition zu verballern. Ja, ja. Ich mag diesen Bereich überhaupt nicht. Die Gegner sind jetzt zwar nicht so wild, gefährlich, oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, aber halt besonders makaber. Und das gefällt mir halt nur so semi. Gut, Textlog. Die Kinder sind viel zu wild auf dem Spielplatz. Gestern haben sich Schüler mit Kratzern und Aufschürfungen hier fast die Klinke in die Hand gegeben. Ein paar der Verletzungen waren so schwer, dass die Kinder ins Krankenhaus mussten. Ich mag altmodisch sein, aber ich glaube, das gehört zu dem Problem, wenn Kinder auf einer Raumstation aufwachsen. Kinder brauchen einen Planeten mit frischer Luft und freiem Gelände, auf dem sie spielen können. Ansonsten drehen sie durch und fangen an, sich gegenseitig weh zu tun. Das All ist in meinen Augen kein Platz für eine junge Familie. Also ich sag mal, ich habe nicht als Kind auch mal echtes Gras unter den Füßen gehabt zu haben, auf einem Baum geklettert zu sein und so Dinge. Okay.
Impfungen auffrischen. Ja, Impfungen sind wichtig. Ich verstehe die ganzen Impfgegner nicht, die meinen, Impfungen machen nur krank und ich lass mich impfen, dann werde ich krank. So ein Blödsinn. Genau das ist es nämlich, was Impfungen verhindern sollen. Ganz ruhig, Isaac. Wir laufen schon nicht bis nach da hinten. Wir sehen nämlich schon, dass wir da was looten können. Da ist auch sonst nichts. Wir können also direkt durch die Tür gehen. Sporthalle. Ich ahne, was passiert. So, wir haben ja schon festgestellt, dass gegen die Ripperklinge das effektivste ist. Aber ich glaube, dass da jetzt gleich noch was Größeres kommt. Eine Ripperklinge. Haben wir uns ein bisschen Schaden eingefangen. Sechs Ripperklingen haben wir noch. Mit denen sollten wir ein bisschen sparsam sein. Die brauchen wir dann nämlich für die Kids. Eine Klinge verbrauchen oder weiß ich nicht, wie viele Schuss vom Plasma-Cutter, das ist schon ein Unterschied. Wow. Wofür bist du gut? Explodierst du? Oh, du wärst eine Bombe gewesen. Alles klar. So. Die Babys waren dabei. Okay, das war gar nicht mal so scheiße. Bisschen was an Zeug. Hat der erste Mal ganz gut funktioniert, sag ich mal. Wir sind wieder auf 5 Ripperklingen. Zack, einmal nachgeladen. So, wie sieht unser Vorrat aus? Wir haben noch das große Medikit, wir haben noch ein bisschen Stase. 26 Harpunen. Impulsmunition, wenn ich das richtig erkenne. Dich da will ich. Dich will ich. Okay, kommt nichts mehr raus. Alles klar, dann können wir noch ein paar Spinde öffnen. Ah, die Ripper klingen wieder genauso weit, wie wir sie vorher hatten. Wunderbar. Kann man voll machen.
Gut. Hätte ich die Babys da drin vorher erkannt, hätte ich die direkt benutzt. Ein Textlog. Oh nein, jetzt habe ich aus Versehen das große Medikit benommen. Nein! Lehrerbericht, drittes Semester, 381.3. Ich weiß ja, dass Kinder eine blühende Fantasie haben, aber langsam wird es lächerlich. Die Hälfte meiner Klasse hat inzwischen imaginäre Freunde und behauptet, es sei ihre verstorbene Großmutter oder sowas. Normalerweise wäre das kein Problem, aber es wird immer schwerer, die Kinder zur Konzentration zu bewegen. In diesem Semester habe ich mehr Kinder auf den stillen Stuhl geschickt, als in meinen ganzen 12 Jahren als Lehrer zusammen. Vielleicht haben diese Kinder Ärger zu Hause. Mir ist jedenfalls aufgefallen, dass das Interesse der Eltern dieses Semesters stetig gesunken ist. Walter Blake, Bildungsdozent für die 3. Klasse. Tja, das könnte natürlich auch in irgendeiner Form mit dem Marker zusammenhängen. Und nochmal ein Schema für den Flammenwerfer. Schön. Und gucken wir mal. Weiter geht's. Da kommt dann mit Sicherheit nochmal was. Guck mal, da oben ist noch ein Energieknoten. Hallo, Nicole. Schon ein bisschen tragisch, was der Mann da durchmachen muss. Aber äußerst interessant, dass er dazu in der Lage ist, diesen psychischen Stress als Halluzination zu erkennen. Isaac, Ellie hier. Ich habe jemanden gefunden. Noch einen Überlebenden. Erkennt sie? Isaac! Ich sagte keine Bewegung. Ellie, ganz ruhig. Sein Name ist Stross. Ich kenne ihn. Er sieht psychomäßig aus. Ich traue ihm nicht. Keine Bewegung. Ellie, er muss am Leben bleiben. Ich brauche ihn. Scheiße. Okay, Isaac. Ich bringe ihn zum Knoten. Aber wenn er irgendwas Dummes macht, irgendetwas, knall ich ihn ab. Ich ahne. Ich müsste eigentlich wissen, aber ich weiß nicht mehr genau, was passiert. Aber ich ahne, was passiert. Stross ist eben nicht zu trauen, weil der Mann eben psychomäßig drauf ist. Wie sie schon sagt. Oh, wir kriegen wieder Ausrüstung. Munition. Gut, aber warum wir Munition kriegen, das erfahren wir dann erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich mal wieder für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns in der nächsten wieder. Bis dahin, euer Stöffel.